Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen hier in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch allen, die online zugeschaltet sind. Das sind eine ganze Menge, wie ich gehört habe. Herzlich willkommen Ihnen, wo auch immer Sie uns jetzt sehen und hören. Ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier in Präsenz, aber auch online auf dem Schirm zu sehen zu sein. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat Sie heute zu der Jahrespressekonferenz eingeladen. Einmal im Jahr gibt es diese Jahrespressekonferenz und da wird immer ein besonders relevantes Thema der DDG in den Mittelpunkt gerückt. Und in diesem Jahr ist es die Frage, inwiefern sich die geplante Reform der Krankenhausstruktur tatsächlich auf die Versorgung von Menschen mit Diabetes auswirken wird. In den letzten Wochen, Monaten wurde sehr, sehr viel über diese Krankenhausreform geschrieben. Die einen halten sie für eine wahre Revolution, weil sie endlich wieder die Qualität in den Mittelpunkt rückt, die Qualität in der Medizin, in der Versorgung. Und die anderen halten sie ein Stück weit für das Ende einer guten Versorgung, weil viele Krankenhäuser verschwinden werden und der ambulante Sektor bislang nicht die Strukturen hat, letztendlich all das aufzufangen, was da dann an Patientinnen und Patienten auf sie zukommt. Was heißt es nun aber tatsächlich für die 8,7 Millionen Menschen mit Diabetes, die es in unserem Land gibt? Und künftig werden es noch deutlich mehr sein. Der Frage wollen wir jetzt in der nächsten Stunde mit Ihnen allen, aber vor allem natürlich mit unseren Experten hier auf dem Podium nachgehen. Ich möchte Ihnen die Runde zunächst vorstellen und ich beginne mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Diabetesgesellschaft, Herrn Professor Fritzsche, den ich ganz herzlich hier begrüße, der heute Morgen hier aus Tübingen angereist ist, wo er am Universitätsklinikum tätig ist. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Fritzsche. Ich begrüße außerdem ganz herzlich Herrn Dr. Wiesner. Er ist auch im Vorstand der Deutschen Diabetesgesellschaft aktiv. Er vertritt dort die Interessen der niedergelassenen Diabetologen, sage ich jetzt einfach mal so, denn er selbst ist auch niedergelassener Diabetologe und deswegen natürlich bei dem Thema, über das wir heute hier sprechen, auch ein ganz wichtiger Gesprächspartner. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen. Ich freue mich ganz besonders, dass Herr Professor Grau in seinem vollen Terminkalender noch etwas Zeit für uns gefunden hat und heute mit auf unserem Podium ist. Die meisten von Ihnen kennen Herrn Professor Grau, ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Er ist aber nicht nur Abgeordneter und Politiker, sondern er ist auch Arzt und war viele Jahre vor seiner beruflichen Tätigkeit als Politiker in einer Klinik als Neurologe tätig, da auch in leitender Funktion und weiß von daher ganz, ganz genau, wo es drückt und schmerzt und wo es schwierig ist in der Krankenhausversorgung. Das ist unser Podium. Wir werden gleich einsteigen in die Diskussion, in die Statements. Zunächst noch einige Regieanweisungen, Hinweise für Sie alle. Im Raum ist es ganz einfach. Wenn Sie Fragen haben, heben Sie die Hand. Und alle anderen, die jetzt online zugeschaltet sind, die sehen auf ihrem Streaming-Bildschirm ein Fenster. Dort können Sie Ihre Fragen reinschreiben, einfach hineintippen. Ich habe hier Ihre Fragen dann im Blick und werde sie an die Referenten hier auf dem Podium weitergeben. Also alles ganz einfach. Im Nachgang wird diese Pressekonferenz außerdem online zur Verfügung gestellt, also sie wird aufgezeichnet. Und die Pressemappe, die finden Sie jetzt direkt, jetzt schon online gestellt auf der Webseite der Deutschen Diabetesgesellschaft ddg.info. Also dort sind die Materialien auch schon jetzt abrufbar. So, steigen wir ein in unser Thema und schauen wir uns vielleicht erst noch mal die Eckpunkte dieser Krankenhausreform an. Was will sie eigentlich? Auf der einen Seite sollen stationäre Fälle reduziert werden und die ambulante Versorgung gestärkt, also mehr ambulant passieren. Es soll in diesem Zusammenhang natürlich auch zu einer engeren Verzahnung der Sektoren kommen. Also ambulant und stationär sollen enger zusammenarbeiten. Außerdem werden die Krankenhäuser, die es gibt, in unterschiedliche Level eingeteilt. Die Grundversorgung, die Regelversorgung und die Maximalversorgung. Und diesen Leveln werden dann Leistungsgruppen, sprich Krankheitsgruppen, zugeschrieben. Was dürfen diese Krankenhäuser eigentlich behandeln und was dürfen sie nicht behandeln? Darüber hinaus sind noch Vorhaltepauschalen geplant. Die sollen ein Stück weit
das System entlasten, das sich heute ausschließlich über die sogenannten Fallpauschalen finanziert. So weit, so gut, klingt ja alles sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal die Situation der Menschen mit Diabetes an. Wir haben 8,7 Millionen. In Zukunft werden es noch mal einige mehr sein. Wir haben ungefähr 16 Millionen Krankenhausfälle pro Jahr. Und von diesen 16 Millionen kommen 3 Millionen Menschen wegen oder mit einem Diabetes in ein Krankenhaus. Diese 3 Millionen werden aber nur in 17% in Krankenhäusern behandeln, wo tatsächlich auch die Diabetesstrukturen so sind, dass sie eine qualifizierte Diabetesbehandlung bekommen können. Wenn wir uns das angucken, Herr Professor Fritsche, und das, was diese Reform jetzt vorhat, könnte man ja meinen, dass künftig die Versorgung genau dieser Patienten deutlich besser werden könnte, weil dann viel mehr Krankenhäuser genau diese Strukturen, die für diese Patienten notwendig sind, vorhalten müssten. Aber Sie haben da so Ihre Bedenken und haben Ihre Zweifel, dass gerade die Menschen mit Diabetes nicht davon profitieren könnten. Wie schätzen Sie die Situation tatsächlich ein? Was würde passieren, wenn die Reform so umgesetzt würde, wie sie jetzt geplant ist? Wir haben die Befürchtung, dass durch diese Reform es zu einer Umstrukturierung kommt, die eben nicht für die Diabetespatienten im Krankenhaus günstig ist. Es könnte eben sein, dass die Diabetologie dann in die unterste Versorgungsstufe rutscht und dann sozusagen nur noch mit Vorhaltepauschalen abgeglichen wird und dann nicht mehr in den Krankenhäusern der zweiten und dritten Stufe, also der höheren Versorgungsstufen, behandelt wird. Und wir möchten klar machen, dass eben sehr, sehr viele Patienten mit Diabetes in den Krankenhäusern liegen und es eben auf allen Stufen eine diabetologische Versorgung geben muss. Und da würde ich auch gern erstmal die Situation jetzt darstellen. Auch jetzt haben wir schon Probleme, dass Diabetespatienten gut versorgt werden. Es kann nur besser werden. Also wir machen uns Gedanken, wie können wir Menschen mit Diabetes auch in Zukunft Versorgungssicherheit bieten. Und ich möchte ganz am Anfang Ihnen nahebringen, dass es jetzt hier nicht um Ärztepolitik und Fachgesellschaft und wie können wir unsere Stellung innerhalb des Gesundheitswesens halten, wir als Diabetologen geht, sondern es geht uns wirklich um die Versorgung von den Diabetespatienten im stationären Bereich. Die Diabetespatienten werden hauptsächlich ambulant versorgt, aber eben auch stationär. Über die ambulante Situation wird mein Kollege nachher berichten. Aber ich konzentriere mich jetzt hier im Folgenden auf die stationäre Versorgung. Und hier ist diese Kommission, die von Herrn Lauterbach eingesetzt wurde zur Etablierung dieser Krankenhausreform, die ist mit Gesundheitsökonomen hauptsächlich besetzt und auch Rechtswissenschaftlern. Und die gehen davon aus, dass in Deutschland viel zu viele Diabetesfälle oder Diabetespatienten stationär behandelt werden, die angeblich sehr gut ambulant versorgt werden könnten. Das kommt daher, weil man immer nur die Hauptdiagnose Diabetes anschaut. Das haben Sie ja schon, Frau Döbler, gesagt. Wir müssen aber Haupt- und Nebendiagnose anschauen. Und da liegen in Deutschland eben diese 3 Millionen Patienten jährlich in den Krankenhäusern. Und das bedeutet, jeder fünfte Patient, der im Krankenhaus behandelt wird, hat Diabetes. Und jemand, der im Krankenhaus liegt, der ist per Definition schwer krank. Also wir müssen uns um diese Patienten kümmern. Und diese Anzahl von Patienten wird auch immer noch stark zunehmen, weil wir eben auch mehr Diabetesfälle und Patienten und Betroffene haben werden. Die müssen fachgerecht durch Diabetesteams behandelt werden. Und wie Sie auch schon sagten, nur 17% aller Kliniken haben eine Zertifizierung, sind also auf Diabetes spezialisiert. 83% aller Patienten werden in Kliniken behandelt, die keine Fachabteilung für Diabetes haben oder keinen Diabetologen. Und
Wir haben jetzt auch Untersuchungen gemacht, wie ist die Situation von Menschen mit Diabetes in den Krankenhäusern und haben da auf DRG-Daten, also Disease-Related Group-Daten, zurückgegriffen. Und da sieht man, dass Menschen mit Diabetes häufiger im Krankenhaus aufgenommen werden. Sie haben längere Krankenhausaufenthalte und sie haben vor allem viel mehr Komplikationen als Menschen ohne Diabetes. Und vor allem jüngere Diabetespatienten in Krankenhäusern sterben häufiger, haben mehr Komplikationen bei Herzinfarkten zum Beispiel, aber auch bei anderen Operationen. Und wenn man die Patienten selbst fragt, und das ist das Alarmierende für uns, es gab eine Umfrage unter Typ 1 Diabetespatienten und die hatten sehr schlechte Erfahrungen angegeben in dieser Umfrage bei ihren Klinikaufenthalten. Gerade Patienten, die moderne Diabetestechnologie benutzen, also Insulinpumpenpatienten, die bleiben bei über 80% ihrer Krankenhausaufenthalte ohne Ansprechpartner. Und hier möchte ich auch einsteigen und ein paar Dinge Ihnen aus der Praxis schildern. Wenn so ein Patient zum Beispiel mit Typ 1 Diabetes ins Krankenhaus kommt, dann kann es ihm eben passieren, dass ihm in einer Abteilung die Insulingabe verweigert wird. Man sagt, ja, Sie kriegen jetzt eine Koloskopie, also eine Darmspiegelung oder ein Herzkatheter. Und da sind wir mal lieber vorsichtig, lassen das Insulin weg, weil Sie bleiben ja nüchtern. Da wird also Typ 1 und Typ 2 Diabetes verwechselt. Und oft berichten mir Patienten, dass ihnen also das Insulin vorenthalten wird. Und wenn der Patient da im Bett liegt und die Ärzte kommen, dann kann er sich schlecht dagegen wehren, wenn der Arzt sagt, wir machen das jetzt so und so. Und lassen das Insulin mal weg. Wenn ein Patient mit Diabetes bewusstlos in die Notaufnahme kommt, dann gibt es da oft ein Durcheinander mit Überzuckerung, Unterzuckerung. Ein Mensch mit Unterzuckerung bekommt noch Insulin zusätzlich. Ein Mensch mit Überzuckerung bekommt noch Glucose zusätzlich. Also genau das Gegenteil. Solche Fälle kommen immer wieder vor, weil die Ärzte überhaupt nicht mehr mit dem Diabetes in der Klinik zurechtkommen können. Und wie gesagt, auch eine Hüftoperation in der Chirurgie kann eben für einen Diabetespatienten extrem gefährlich werden, weil die Chirurgen natürlich gut die Hüfte operieren können, aber mit dem Diabetes überhaupt nichts am Hut haben. Und das ist das Nächste, was ich Ihnen nochmal nahebringen will. Wenn man von Diabetes in der Gesundheitspolitik und in der Öffentlichkeit redet, dann denkt man an was? An einen übergewichtigen Menschen, der sich doch ein bisschen am Lebensstil versuchen sollte, sich mehr bewegen, weniger essen. Diabetes ist so eine Lifestyle-Erkrankung, was man auch sehr gut ambulant behandeln kann. Und von den 8,7 Millionen können die meisten eben sehr gut ambulant behandelt werden. Und das wirst du ja noch sagen, wie gut die ambulant behandelt werden. Aber die, die im Krankenhaus liegen, die sind schwer krank. Und das sind ganz andere Patienten. Die sind multimorbid, älter oder ganz kleine Kinder, extrem komplizierte Patienten. Und der Blutzucker schwankt hin und her im Krankenhaus, geht durcheinander. Die Patienten bekommen Cortison, Und also Medikamente, die den Blutzucker durcheinander bringen. Und das sind ganz andere Patienten. Also dieses Bild von diesem leicht kranken Diabetespatienten ist im Krankenhaus völlig falsch. Das ist mir ein Anliegen, dass das ankommt. Wir brauchen in den nächsten 10 Jahren eine gute Diabetesversorgung, eine Verbesserung der Diabetesversorgung, die jetzt schon kritisch ist in den Krankenhäusern, weil wir kaum mehr Diabetesabteilungen haben. Und wir brauchen hier gute Strategien. Und das möchte ich jetzt zum Schluss vorstellen. Wir haben uns einen Fünf-Punkte-Plan in unserer Fachgesellschaft zurechtgelegt. Und wir möchten damit erreichen, dass auch mit dieser zukünftigen Krankenhausreform die Diabetespatienten gut behandelt werden. Und Punkt 1 dieses Punkteplans ist die Einrichtung von Diabetes-Units in Krankenhäusern. Eine Diabetes-Unit meint hier, dass ein Behandlungsteam, Diabetologe, Diabetologin, also ein Arzt, Ärztin und Beraterinnen zusammen als Team konziliarisch Patienten behandeln, aber auch Patienten, die eben schwer krank sind, behandeln, vorgesehenen Betten. Diese Diabetes-Units sollten insbesondere in Krankenhäusern der Maximalversorgung installiert werden.
Dann im Rahmen der geplanten Krankenhausstrukturreform muss es eine qualifizierte und stufengerechte Diabetesbehandlung auf allen Ebenen geben, einfach weil das 3 Millionen Patienten sind. Wir können also nicht irgendeine Ebene für den Diabetespatienten reservieren. Sie müssen in allen Ebenen gut behandelt werden. Da gibt es auch dann transsektorale Kooperationen sicher. Und die Versorgungsqualität muss sich natürlich lohnen. Diese Diabetes-Unit muss eben auch bezahlt werden können durch das Krankenhaus. Und ein Krankenhaus, das keine solche Unit hat, braucht dann auch wahrscheinlich Abschläge, um das Ganze finanzieren zu können. Wir müssen vor allem die vulnerablen Gruppen schützen. Das habe ich schon erwähnt. Kinder mit Diabetes und sehr alte geriatrische Patienten mit Diabetes sind extrem schwierige Patienten im Krankenhaus. Und hier brauchen wir einen großen Aufwand an Personal, um die zu behandeln. Man kann das vergleichen auch mit Covid-Patienten. Jemand mit Covid, egal ob er wegen oder mit Covid ins Krankenhaus kommt, braucht einen viel höheren Aufwand. Genauso ist es aber auch mit einem Diabetes-Patienten. Auch der ist sehr vulnerabel und braucht einen hohen Aufwand im Krankenhaus. Und als letzter Punkt, ein kleines Spezial von mir. Wir haben Untersuchungen gemacht, dass in Notaufnahmen in Krankenhäusern 20-25% der Patienten einen unentdeckten Diabetes haben. Hier wäre ein Punkt im Gesundheitswesen, wo man Screening machen kann und unentdeckte Diabetespatienten identifizieren kann. Ganz herzlichen Dank, Herr Fritsche, für diese ganz klare Positionierung auch und auch die ganz klare Aussage. Also die Regierungskommission geht letztendlich von einer falschen Annahme aus, nämlich die Diabetespatienten, die heute in einer Klinik behandelt werden, werden nicht wegen eines normalen Diabetes dort behandelt, sondern sie haben ein schwerwiegendes Problem mit ihrem Diabetes oder sie kommen wegen einem anderen schwerwiegenden medizinischen Problem, das definitiv stationär behandelt werden muss. Ja. Und deswegen ist es auch notwendig, dass auf allen Versorgungsstufen, in allen drei Leveln letztendlich eine Diabetesversorgung auf einem guten Standard, auf der guten Qualität sichergestellt wird. Sie hatten jetzt für die Maximalversorgung die Diabetes Unit als ein Modell angesprochen. Wie sieht es denn tatsächlich aus in der Basisversorgung, in der Grundversorgung und dann auch in der Regel- und Schwerpunktversorgung? Also wie könnte man sich denn da die Zusammenarbeit vorstellen zwischen Fachabteilungen und Diabetesexperten im Krankenhaus oder auch transsektoral? Ja, in der Basisversorgung, da könnte man sich gut Modelle vorstellen, dass da auch eine enge Kooperation mit niedergelassenen Diabetologen eben möglich ist. Da wirst du noch drauf eingehen. Aber im Level 2, also in dieser mittleren Ebene, auch da brauchen wir Diabetologen im Krankenhaus. Und wie gesagt, das sind diese 17% der Kliniken, die hier das nur vorhalten. In der Krankenhausreform wurde ja gesagt, es bekommt nicht jeder Patient einen Herzkatheter, der einen bräuchte mit einem Herzinfarkt. Das sind aber nur 7%, die nicht in einem Krankenhaus behandelt werden, die ein Herzkatheterlabor haben. Aber in der Diabetologie ist es so, dass 83% der Patienten nicht vom Diabetologen behandelt werden. Und das ist zunehmend gefährlich. Mhm. Keiner möchte ja jetzt sagen, seine Fehler so stark offenlegen, aber ich bin besorgt, weil ich jeden Tag von Fehlbehandlungen und kritischen Behandlungen höre im Krankenhaus. Und wie es im Moment vorgesehen ist, ist tatsächlich die Diabetesversorgung in dieser Grundversorgung angesiedelt und sonst überhaupt nicht quasi als notwendig im stationären Umfeld erachtet. Ja, so sieht es aus. Ja, es ist ja Gott sei Dank noch ein Prozess der Diskussion und da möchten wir möglichst früh darauf hinweisen. Aber ich denke, es droht als Vorhaltepauschale zu enden im niedrigsten Level. Mhm. Herr Professor Grau, wenn Sie das hören und jetzt auf der einen Seite natürlich derjenige sind, der durch dieses Papier und in der Regierung mit aktiv oder eben in der Regierungspartei mit aktiv das vertritt, aber selbst natürlich auch Erfahrung im Kliniksektor hat. Wenn Sie das jetzt hören, was Herr Professor Fritsche schildert, wie mit multimorbiden Menschen mit Diabetes da
womöglich künftig umgegangen wird. Was geht Ihnen da durch den Kopf und was erhoffen Sie sich tatsächlich von dieser Krankenhausreform an Verbesserungen für chronisch kranke und gerade vielleicht auch multimorbide kranke Patienten? Ja, vielen Dank für die Frage und vielen Dank auch zunächst mal für die Einladung hierher. Ich finde es sehr wichtig, dass gerade jetzt in dieser Phase der Krankenhausreform ein intensiver Austausch stattfindet, auch mit den Fachgesellschaften, und bedanke mich da auch für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können. Ich will zunächst noch mal aus meiner Sicht auch mal allgemein die Problemlage hier deutlich machen, die wir haben in Deutschland. Wir haben ein zweifellos leistungsfähiges Krankenhauswesen, das hat die Corona-Pandemie auch eindeutig gezeigt, aber wir haben vielfältige Probleme in der Krankenhausversorgung. Wir wissen das alle, kaum ein Land auf der Welt hat so viele Betten, auch Intensivbetten. Das hat sich natürlich jetzt günstig ausgewirkt in der Pandemie. Aber das ist schon eben noch sehr auffällig, auch in einzelnen Diagnosegruppen, wie viel wir stationär versorgen. Etwa auch bei den Diabetes-Hauptdiagnosen liegen wir einfach im OECD-Vergleich sehr weit oben. Und insgesamt müssen wir schon danach trachten, dass jeder Patient dann auch bedarfsgerecht versorgt wird. Eine Patientin, die ambulant versorgt werden kann, muss ambulant versorgt werden. Alles andere wäre ineffizient, nicht patientengerecht und ineffizient, was Personal und Geld angeht. Und wir sind auch Spitzenreiter an der Stelle, wo man sagen muss, was machen Krankenhäuser? In vielen Ländern ist der Teil der Patienten, die in einem Bett sind, im Krankenhaus inzwischen bei deutlich weniger als der Hälfte. In Deutschland sind es weit mehr als 90, ja 95%. Das heißt, wir sind weit weg von dem Ideal eines Krankenhauses als Kompetenzzentrum und nicht allein nur als bettenhaltende Einrichtung. Und wir haben, das ist auch schon ein bisschen angesprochen worden, gerade diese starke Sektorentrennung mit einer unterschiedlichen Beplanung von ambulanter und stationärer Versorgung. Auch da müssen wir dringend weg, komme ich nachher noch mal dazu und werde noch ein paar Worte sagen. Wir haben vor allem auch keine gute Kooperation unter den Krankenhäusern, sondern wir haben eine Konkurrenzsituation, die auch mit entstanden ist, sehr stark durch dieses Fallpauschalen des DRG-Systems, das dazu geführt hat, dass die Krankenhäuser sehr stark danach trachten mussten, ihre Fallzahlen hochzuhalten und sogenannte lukrative Leistungen zu machen. Und auch davon müssen wir unbedingt weggehen. Und benachteiligt waren, und da stimme ich jetzt völlig zu, in diesem Finanzierungssystem Fächer wie die Diabetologie, die wenig mit Operationen zu tun hat, mit Prozeduren, ja, deren Aufgabe es ja genau ist, Operationen und Prozeduren zu vermeiden, ne? Also die Amputation etwa eines Fußes ist eben genau das, was man nicht haben will. Und die ist sicherlich unterbezahlt gewesen in diesem System. Und deswegen bedarf dieses System, dieses Finanzierungssystem auch der deutlichen Reform. Ja, nach diesen Diagnosen jetzt zur Frage der Therapie. Was planen wir in der Ampel und was ist noch offen? Wo müssen wir eben jetzt miteinander debattieren und gucken, wie kriegen wir ein wirklich gutes Ergebnis hin? Es ist gerade schon von Frau Döbler gesagt worden, wir planen eine Strukturierung der Krankenhauslandschaft, weil heute ist es so, dass es diese klare bundeseinheitliche Struktur eben nicht gibt. Wir wollen die drei Levels und noch zwei Unterlevels ganz oben, wo die Unis und die anderen Maximalversorger auch mal unterteilt werden, und ganz unten, da komme ich nachher auch noch mal drauf zurück. Warum ist das wichtig? Wir brauchen eine klare Aufgabenzuordnung jedes Krankenhauses. Das brauchen wir auch deswegen, weil wir den verschiedenen Ebenen Aufgaben zuordnen wollen, nämlich diese Leistungsbereiche. Da gibt es jetzt im Moment die Diskussion. Die Kommission hat 128 vorgeschlagen. In Nordrhein-Westfalen ist man außerhalb der Psychiatrie von 60 aus. Da muss man mal gucken, wie viel es am Ende werden. Man muss hier aber sagen, wir wollen nachher auch Bezahlung an Leistungsbereiche andocken. Da muss man dann wahrscheinlich doch ein bisschen feiner granular arbeiten und wird nicht mit 60 allein hinkommen. Und bei diesen Leistungsbereichen ist jetzt die Endokrinologie und Diabetologie auch mit dabei als ein Leistungsbereich, der aber nicht nochmal in sich weiter geteilt ist. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass bei der Ausformulierung der Leistungsbereiche die Fachgesellschaften intensiv mitarbeiten. Ohne das geht es auch gar nicht. Das kann keine Regierungskommission machen, das kann kein Institut machen. Dann brauchen wir die Fachexpertise der Fachgesellschaften, um diese Strukturvorgaben zu definieren. Und da wird es dann eben auch die Aufgabe sein,
zu plädieren für eine Struktur wie die Diabetes Unit, ja, und gucken, auf welcher Ebene und wie das dann einbezogen werden kann. Dann brauchen wir die dringend, wie vorher schon bei der Diagnosenliste angedeutet, eine Kooperation der Krankenhäuser über die Level hinweg. Das Ziel muss sein, eine gemeinsame Versorgung der Krankenhäuser der jeweiligen Bevölkerung zu gewährleisten. Wir brauchen einen Wettbewerb jetzt nicht mehr um Fallzahlen und Höhe der Einnahmen, sondern um Qualität. Und da wird es auch darum gehen, Ausbildungsverbünde zu schaffen. Und dann muss diabetologische Fachexpertise eben auf allen Leveln dann auch zur Verfügung stehen. Und wo es da mal dann Fragen, offene Fragen, nicht klärbare Fragen gibt, dann ist zum Beispiel moderne Digitalisierung, telemedizinische Vernetzung auch ein wichtiges Thema. Also diabetologische Fachexpertise muss eben überall hingebracht werden. Bei einer Volkskrankheit, ist ja eingangs gesagt worden, von 8,7 Millionen Betroffenen ist es dringend notwendig. Und jetzt zum Thema Finanzierung. Die Vorhaltekosten. Das ist so einer der wesentlichen Punkte gewesen, warum ich mir gesagt habe, am Ende meines Berufslebens gehe ich nochmal in die Berufspolitik, weil ich dieses DRG-System nun zunehmend kritisiert habe als Chefarzt und finde das jetzt einen ganz wichtigen Ansatz, dass wir einsteigen in diese Vorhaltekosten. Der Kommissionsvorschlag ist im Moment der, bei den meisten Fächern 40% rauszunehmen aus den bisherigen Fallpauschalbezahlungen und als Vorhaltekosten vor die Klammer zu ziehen und zu bezahlen bei Intensivbereichen, in Neonatologie und Ähnlichem 60%. Und das ist ganz wichtig gegen den momentan herrschenden Hamsterrad-Effekt in den Kliniken, der zumindest mal ganz massiv ja da war bis 2019, bis die Corona-Pandemie dann ja tatsächlich auch eine Zäsur gemacht hat. Und da muss jetzt ganz klar, das unterstütze ich auch, ein Fach wie die Diabetologie auskömmlich dann dargestellt werden und auskömmlich finanziert werden. Und wir brauchen auch ganz wichtig eine Qualitätssicherung, die etwa die Behandlung von Diabetespatienten mit einbezieht, und zwar das auf allen Leveln, von untersten bis zur Maximalversorgung. Und nochmal zum Schluss, wir brauchen eine ambulante Öffnung der Krankenhäuser. Jedes Krankenhaus muss auch in der Lage sein, Patienten, die nicht unbedingt ins Bett müssen, ambulant zu versorgen. Da gibt es jetzt erste Ansätze mit den Tagesbehandlungen. Das haben wir im letzten November bereits beschlossen im Bundestag, mit der Möglichkeit, Hybrid-DRGs zu schaffen, also Leistungsbereiche, die gleich bezahlt werden, egal ob ambulant, teilstationär oder stationäre Behandlung. Auch das ist im Grunde verabschiedet worden, schon im letzten November. Da hat jetzt das Bundesministerium für Gesundheit die Möglichkeit, diese Hybrid-DRGs näher zu definieren und ist da auch auf dem Weg. Und wir haben mit diesem untersten Level, wo ich gesagt habe, er ist auch noch mal geteilt, auch die Möglichkeit der stärkeren Vernetzung ambulant-stationär. Da wird nämlich gesagt, es gibt ein Level 1N, das sind die Krankenhäuser, die die unterste Notfallstufe haben, also Notfallbehandlungen machen können, 724 Internisten und Chirurgen vorhalten, und die Level 1I-Krankenhäuser, die das nicht machen können und vielleicht dann auch nicht machen sollen, die sollen geöffnet werden für auch eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Fachärzten und Hausärzten. Und da kommt jetzt auch die Diabetologie noch mal ganz stark mit ins Spiel. Da kann man sich auch von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen den Sachverstand hereinholen ins Krankenhaus. Generell brauchen wir den Ausbau ambulanter und teilstationärer Versorgungsstrukturen. Das ist ganz wichtig. Als ich Chefarzt geworden bin, habe ich mir von Anfang an eine Tagesklinik gewünscht. Ich habe sie nie bekommen, weil sie nicht ausreichend finanziert gewesen wäre. Ja, ist einfach nicht patientengerecht, muss man sagen. Und wir müssen Telehealth-Konzepte mit einbeziehen, moderne telemedizinische Vernetzungsstrukturen. Zwei Anmerkungen ganz zum Schluss noch, die jetzt über den Krankenhausbereich noch ein bisschen hinausgehen. Wir haben in Deutschland eben auch, wie die meisten Länder in dem Fall, ein stark kurativ ausgerichtetes Gesundheitssystem. Und gerade beim Diabetes geht es ja ganz stark um Primärprävention, Diabetes gar nicht erst entstehen zu lassen durch mehr Bewegung, durch Vermeidung von Übergewicht, durch bessere Ernährung.
Und dann auch, na, ganz wichtig, die Sekundärprävention, wenn ein Diabetes da ist, den auch früh zu entdecken, wie Sie gerade sagten, in den Notambulanzen so viele unentdeckte Diabetesfälle, das ist natürlich ganz schlecht. Das ist also ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus will ich, weil ich auch im Umweltausschuss sitze und da auch für die Chemikalienpolitik und für das Thema Gesundheit und Umwelt zuständig bin, nochmal auf ein Thema ganz kurz hinweisen, das sonst so ein bisschen unterbelichtet ist. Wir haben als Risikofaktor neben Fehlernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel und Ähnlichem auch einen Einfluss durch bestimmte Gruppen von Chemikalien, die sich leider Gottes heute im Körper von nahezu allen von uns hier befinden. Das sind die sogenannten endokrinen Disruptoren. Das ist ein großer Überbegriff über ganz viele verschiedene Chemikaliengruppen. Und von denen ist es bekannt, dass sie auch das Risiko für Diabetes erhöhen. Und auch das bitte ich in Zukunft auch ein bisschen stärker nochmal in den Fokus zu nehmen. Und da arbeiten wir dran. Wir möchten die Chemie auch sicherer machen für uns Menschen und für die Umwelt. Dann schließe ich mal an der Stelle. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Grau. Sie haben mit dem letzten Punkt der Prävention natürlich ein Thema angesprochen, das der DDG aus dem Herzen spricht. Wir hatten auch überlegt, ob wir das Thema Prävention hier noch mit als Thema auf diese Pressekonferenz nehmen, weil ganz klar ist, das Beste ist, wenn wir Diabeteserkrankungen vermeiden können und eben diesen rasanten Anstieg der Erkrankten reduzieren können und eben durch gezielte Präventionsmaßnahmen, aber auch natürlich Sekundärprävention, wenn ein Diabetes da ist, Folgeerkrankungen vermeiden, helfen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt heute mal auf die Krankenhausreform den Blick lenken, aber unterschreiben wir natürlich alles und ist auch sehr viel Engagement seitens der DDG gerade in diesem Feld. Sie sagten jetzt mit Blick auf die Krankenhausreform, es sei durchaus auch bei der Behandlung von Menschen mit Diabetes noch einiges möglich, mehr ambulant zu machen. Auch da wäre zu viel heute stationär noch an Behandlung im Vergleich vor allem zu anderen Ländern. Aber jetzt wäre eben genau der richtige Zeitpunkt, um zu gucken, wie das genau passieren könnte. Sie sprachen ja Modelle an, unterschiedliche Kooperationsmodelle, Kompetenzverbünde, vor allem eben eine ganz enge Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Sektor. Da werden wir gleich mit Herrn Wiesner noch mal drauf zu sprechen kommen. Ich wollte noch mal einen Aspekt herausgreifen. Sie sagten auch, die Diabetologie muss auskömmlich finanziert werden, was sie bislang nicht ist, weil sie als Fach der sprechenden Medizin, wie wir es immer nennen, einfach über das DRG-System zu wenig berücksichtigt wird. Wie kann denn diese auskömmliche Finanzierung jetzt tatsächlich gelingen, wenn insgesamt ja nicht mehr Geld ins System kommt? Weil das ist ja auch Teil dieser Reform, dass klar ist, man arbeitet mit dem vorhandenen Geld. Also wie kann jetzt tatsächlich sichergestellt werden, dass ein Fach der sprechenden Medizin wie die Diabetologie künftig auch mehr bekommt? Ja, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Wir arbeiten mit dem Geld, das wir haben. Das stimmt einerseits. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, mit der Krankenhausreform werden wir einen gewissen Umbau, einen nicht schlagartig möglichen, aber allmählich sich vollziehenden Umbau der Krankenhauslandschaft anstoßen. Und dazu wird es natürlich auch mehr Geld brauchen. Das ist jetzt noch, wenn man so will, der weiße Elefant im Raum. Da muss man dann gucken, wer bezahlt es und wann und in welcher Höhe. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Das ist die eine Seite. Jetzt sprechen Sie natürlich über die reine Betriebskostenfinanzierung. Weil eines muss man ja dann schon sagen, wir lösen uns ja nicht von den DRGs jetzt hier komplett, sondern auch die Vorhaltekostenbezahlung bezieht sich ja auf die DRG-Bezahlungen der vorherigen Jahre. Die Kommission schlägt ja vorher die Jahre 2022 und 2023 als Vergleichsjahre jetzt zu nehmen und darauf dann aufbauend die Vorhaltekosten rauszunehmen. Und Sie haben recht an der Stelle, dass es natürlich nicht dann jetzt vorgesehen ist, innerhalb dieses DRG-Systems zu Umgruppierungen, etwa zugunsten von Fächern wie der Diabetologie beizutragen. Aber das ist eben tatsächlich über das jetzige Programm hinaus nochmal eine wichtige Aufgabe, sich auch darüber Gedanken zu machen. Ja, wir haben das ganz eklatant etwa in der Geburtshilfe, wo etwa die Sektio, also der Kaiserschnitt, sehr hoch bezahlt wird, dann die natürliche Geburt immer chronisch unterbezahlt ist. Auch da an solchen Stellen müssen wir uns Gedanken machen. Und das ist dann auch nochmal eine wichtige Sache, die ich gern mitnehme, dass wir darüber auch mal nachdenken. Für solche Fächer auch wie die Diabetologie. Also es muss schon zu einer Umstrukturierung schon kommen. Es gibt
Unterversorgung, was ich versucht habe für die Diabetologie darzustellen. Aber es gibt natürlich auch Überversorgung in unserem System. Und auch das muss angegangen werden, denke ich. Und ich denke, die Diabetologie kann auch dafür sorgen, dass wir an anderen Stellen Geld einsparen können. Absolut. Wir wollen, um einfach das Bild komplett zu machen, jetzt die niedergelassene Perspektive hier noch mit hineinholen. Herr Professor Grau hat es ja auch nochmal betont, wie wichtig wahrscheinlich gerade in der Diabetologie das Zusammenspiel zwischen stationär und ambulant sein wird. Noch dazu, dass ja heute sehr, sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten im niedergelassenen Sektor betreut werden von Diabetologen, aber auch von den Hausärzten. Herr Professor Fritsche wies ja schon darauf hin, die Patienten, die ins Krankenhaus kommen, die haben wirklich einen schwerwiegenden Grund. Also das ist nicht die Versorgung, einfach mal den Diabetes einstellen, sondern da gibt es eben wirklich schwerwiegende medizinische Probleme. Wenn Sie jetzt auf die jetzige, heutige Versorgungssituation schauen und das, was jetzt an Reformen geplant ist, daneben legen, was sehen Sie denn auf sich dazukommen als niedergelassener Diabetologe? Wo haben Sie Sorge und wo denken Sie auch, muss man jetzt gegensteuern und aufpassen, dass es dann eben in die richtigen Bahnen kommt? Also die Frage, die wir als niedergelassenen Diabetologen natürlich immer bewegen, ist, inwieweit sind die aktuellen Strukturen, die wir haben durch den Sektor, die stringente Trennung des Sektors in der zukünftigen Krankenhausform immer noch so. Also es ist uns ganz wichtig, dass wir diese Sektoren versuchen zu überwinden. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben für mich hier als niedergelassener Diabetologe ist, zu sagen, den Grundsatz, den wir im Sozialgesetzbuch haben, ambulante vor stationäre Versorgung, das ist etwas, was wir im Alltag natürlich als niedergelassenen Diabetologen schon seit Jahren als gelebten Alltag haben. Also wir versorgen die Patienten in der Niederlassung. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass ganz, ganz viele Patienten natürlich auch hausärztlich versorgt werden. Und im Rahmen dieser Strukturversorgung, die wir für die Patienten im ambulanten Bereich haben, haben wir technologische Voraussetzungen geschaffen. Wir haben strukturelle Voraussetzungen geschaffen und das möchte ich an dieser Stelle, ohne es zum großen Thema natürlich zu machen, auch mit sehr viel finanziellem Aufwand auch personelle Voraussetzungen geschaffen. Und das ist etwas, was im ambulanten Bereich dafür sorgt, dass wir sehr gut unsere Patienten mit Diabetes mellitus versorgen können. Und deswegen möchte ich an der Stelle ganz klar das Statement von uns aus dem niederlassenen Bereich artikulieren. Eine diabetologische Expertise, sowohl diabetologische Expertise auf ärztlicher Ebene als auch diabetologische Expertise auf Beratungsberufen, das ist mir bisher noch nicht groß vorgekommen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Diabetologische Expertise ist nicht nur der Arzt, sondern diabetologische Expertise sind tatsächlich auch die Diabetes-Fachberufe. Müssen auf allen drei Leveln vorhanden sein. Level 1, Level 2 und Level 3 nach der Krankenhausreform, um da diese Versorgung sicherzustellen. Denn, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, Patienten, Professor Fritsch hat es schon gesagt, haben häufig viele Begleiterkrankungen, haben Folgeerkrankungen. Im ambulanten Bereich ist es Aufgabe von uns gewesen und ist es immer wiederkehrende Aufgabe, Vernetzungsstrukturen herzustellen, dass Patienten betreut werden in einem Netz von Expertise, in einem Facharztnetz, um diese Patienten dann auch einheitlich durch so einen Behandlungspfad durchzuführen. Und ich gestehe, oft erlebt ist dann tatsächlich diese Sektorenbrüche, die dann auftreten. Ich sage es ein bisschen plakativ, manchmal hat man das Gefühl, es gibt so eine undurchlässige Trennung zwischen ambulanter Versorgung und stationärer Versorgung. Da kommt es zu Versorgungsbrüchen, Kommunikation ist schwierig, wird auf persönlicher Ebene wiederhergestellt. Die Krankenhausreform bietet aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, aus der Niederlassung, die Möglichkeit, sektorenübergreifende Planung auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, es ist wichtig, uns Vertragsärzte da auch mit einzubinden in diese Strukturen. Eine Krankenhausreform erscheint ja erstmal nur für die Krankenhaus relevant, aber nein, wir als niedergelassene Vertragsärzte können natürlich uns in diese Strukturen auch einbringen. Und ich bin Professor Grau ganz dankbar für ein paar Beispiele, die er auch gebracht hat zur Versorgung, gemeinsamen Versorgung, gerade auf dem Level 1-Ebene. Und was wir natürlich merken im Alltag ist, Ursache ist klar, die DRG, der ökonomische Druck, hat dazu geführt, dass viele Diabetesabteilungen in den Krankenhäusern nicht mehr vorhanden sind. Und wir dann, sobald es zu diesem sektorübergreifenden Transfer des Patienten kommt, diese Brüche auftreten. Und das Beispiel, was mich auch bewegt und es ist schon benannt, das sind die moderne Technologie. Moderne Diabetologie hat viel mit moderner Technologie zu tun.
In den Schwerpunktpraxen betreuen wir die Patienten mit Sensoren, mit AED-Systemen, mit Pumpen, auch mit DIGAs, also digitalen Gesundheitsanwendungen. Da werden die Patienten von uns versorgt. Und da muss man klar konstatieren, nur wenige Kliniken haben diese Kompetenzen, können diese Kompetenzen vorweisen. Und wenn ein Patient mit so einer Technologie in eine Klinik kommt, die diese Erfahrung nicht hat, diese Expertise nicht hat, diese Fachabteilung nicht hat, dann kommt es immer wieder zu schwierigen Situationen. Es passiert, dass diese Systeme abgeschaltet werden, nicht verwendet werden, dass die Konsequenz aus Empfehlungen nicht zur Verfügung stehen. Und ich habe selbst einen Fall erlebt, wo ein Patient in eine Klinik eingegangen ist mit einem gut laufenden Diabetes, mit einem sogenannten AED-System, wegen einer anderen Komplikation in diese Klinik kam. Und dieser Fall war dann doch für mich ziemlich belastend, weil in der Klinik gesagt wurde, das schalten Sie erstmal ab, dieses System. Wir kümmern uns jetzt mal richtig um Ihren Diabetes. Und dann ist dieser Patient mit einer Ketoazidose aus der Klinik wieder rausgegangen und dies neu einzustellen, war das Schwierige. Deswegen, das sind so Einzelfälle, anekdotische Medizin ist nicht die Medizin, die wir betreiben sollten, aber ich würde es als Beispiel gerne mitbringen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir flächendeckend so eine Struktur anbieten können, dass die Kollegen in den Kliniken entweder mit der Technologie umgehen lernen oder wir Versorgungsverbünde gründen können aus der Niederlassung heraus. Wir sind technologisch erfahren als Schwerpunktpraxen. Wir bieten unsere Expertise an. Wir können diese Expertise gerne mit einbringen. Und Telekonsile sind genannt worden, Konsultationsverbünde. Also die stationäre wie ambulante Versorgung sollten wir miteinander verzahnen. Und auf regionaler Ebene passiert es ja schon. Es gibt ja schon nicht wenige Kollegen, die in die Kliniken gehen, in den Kliniken ihre Versorgungsstrukturen mit einbringen und diese Systeme unterstützen. Das heißt, wir empfehlen und wir fordern diese fachspezifische Versorgung mit Einbindung von niedergelassenen Diabetologen. Und ein Problem, was uns natürlich auch bewegt, ist, wir haben nur noch wenige Lehrstühle für Diabetologie in Deutschland. Und neun Lehrstühle in Deutschland. Und eines der Probleme ist natürlich auch, den Inhalt einer Diabetesversorgung, Inhalte einer Diabetestherapie, Inhalte überhaupt der Grunderkrankung Diabetes mellitus Typ 1 wie Typ 2, dass auch die Unterscheidung sichtbar ist, ist kaum noch ein Bestandteil des Studiums und der Facharztausbildung. Es hängt tatsächlich sehr viel davon ab, in was für einer Klinik man seine Ausbildung bekommt. Und aus diesem Grund, und das ist auch ein Satz, der gerade schon fiel, schlagen wir vor, Weiterbildungsverbünde an, dass man das gemeinsam auf den Weg bringt, den Weg zum Diabetologen zu bereiten, es unkompliziert zu machen, dass die Ausbildungsassistenten diese Wege gehen in Ambulanz wie stationärem Bereich. Die strikte Trennung der Sektoren, die wir derzeit haben, führt natürlich auch immer zur strikten Trennung von Finanzen. Finanzierung von Ausbildungsassistenten ist entweder in dem einen Sektor oder in dem anderen Sektor. Wenn man den Sektor verlässt, hat man den Sektor verlassen. Ein Zurückzugehen in diesen Sektor ist schwierig. Und ich habe schon oft mir Gedanken gemacht, wie ich mit Ausbildungsassistenten aus den Kliniken, die wir natürlich in Leipzig haben, zusammenarbeiten könnte. Aber es scheitert immer wieder am Thema Finanzen. Da ein Weiterbildungsverbund zu strukturieren, wäre eine Idee. Und ich glaube, wir sollten als Fachgesellschaft und als Berufsverband solche Strukturen mitgestalten. Was auch wichtig ist, wir haben so einen gelebten Alltag in regionalen Verbünden. Wir können Sektorengrenzen übergreifend natürlich den therapeutischen Pfad für den Patienten bringen. Wir können Expertise des Diabetologen in die Klinik mit einbringen, umgedreht aber auch den Weg aus der Klinik herausnehmen. Und deswegen ist es so, dass bestimmte Risikostrukturen, also Risikomanagement wie Hypoglykämie oder Ketoazidose, in manchen Systemen ja auch von den ambulanten Kollegen mit abgedeckt werden, weil die Krankenhäuser diese Expertise nicht haben. Und wir sollten solche Risikokrankheiten oder Komplikationen des Diabetes mit vordefinieren und da unsere Expertise mit einbringen können, insbesondere bei solchen vulnerablen Gruppen, die heute schon angesprochen sind, pädiatrische Diabetespatienten. Das ist etwas, was ich glaube, was wir uns an dieser Stelle nochmal sagen. Wir müssen für eine qualitative, hochwertige Strukturversorgung in einer Untergruppe des Diabetes, gerade diesen vulnerablen pädiatrischen Patienten, sorgen. Ich glaube, die Reform der Krankenhausversorgung wird auch und insbesondere den ambulanten Bereich deutlich beeinflussen. Nur in enger Abstimmung von uns in Klinik und Praxis können wir die Patienten mit Diabetes mellitus auch adäquat betreuen. Und das geht nur, wenn sowohl in der Klinik
gut ausgebildete Diabetologinnen und gut ausgebildete Diabetesfachberufe sind. Und es geht auch nur, wenn im ambulanten Bereich ausreichend und gut ausgebildete Diabetologinnen und Diabetesfachberufe sind. Und dafür auch nochmal das Plädoyer eines Weiterbildungs-, eines Ausbildungsverbundes, gemeinsame Ausbildungsstätten zu definieren und gemeinsam einzubringen. Denn was wir derzeit auch erleben, ist, dass die Betreuung im ambulanten Bereich immer zu Versorgungsbrüchen bei fehlender diabetologischer Kompetenz in den Kliniken ist. Und das ist wichtig, die Zahlen haben wir gehört, 83% der Diabetespatienten in der Klinik werden nicht diabetologisch fachkompetent betreut. Und dafür ist jetzt die Notwendigkeit da, diese Patienten auch adäquat zu versorgen. Und da ist die Verzahnung sektorübergreifend und auch mal finanzübergreifend ambulant wie stationär zusammenzuführen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Wiesner, für Ihre Perspektive und vor allem nochmal das klare Plädoyer für Versorgungs-, aber auch für Weiterbildungsverbünde letztendlich, damit stationär und ambulant dann ausreichend gut ausgebildete Diabetologen oder Menschen mit Diabetes-Expertise, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, es ist das Diabetes-Team, es sind ja auch die Diabetes-Beraterinnen, Assistenten, die dazugehören, vorhanden ist. Herr Professor Fritsche, Sie hatten dazu direkt eine Ergänzung? Ich wollte noch betonen, das ist doch ein Beispiel, die Diabetologie, wie wir schon zwischen ambulant und stationär gut zusammenarbeiten. Normalerweise oder oft ist es ja in solchen Fachgruppen so, dass das ein bisschen nebenher läuft. Aber das ist wirklich bei uns schon gelebt. Das wollten wir auch rüberbringen. Und zu deinem Beispiel mit dem Patienten, mit der Insulinpumpe und dem AED-System, um das nochmal rüberzubringen, bei Diabetespatienten findet man das vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man das so hört. Die Insulinpumpe wird abgestellt. Aber wenn man ein Parallelbeispiel nimmt, jemand mit einem Herzschrittmacher kommt in die Klinik und das Erste, was passiert, kennen wir uns nicht aus damit, wir schalten mal den Herzschrittmacher aus. Da würden die Emotionen hochgehen. Und so ist es für diesen Diabetespatienten. Der braucht sein Insulin. Ohne dieses Insulin stirbt er, der Typ-1-Diabetespatient. Das ist sein Lebenselixier. Und dann kommt der Arzt und sagt, kennen wir uns nicht aus, machen wir mal aus. Ja. Und dann kommt er auch noch in Koma, in ketoazidotisches Koma. Das ist also, was da dahinter steckt. Ich möchte jetzt, da Herr Professor Grau ein bisschen früher gehen muss, direkt eine Frage an ihn weitergeben, die zum einen im Chat kam und die mir auch noch kam, als Herr Wiesner jetzt gesprochen hat. Also diese enge Verzahnung zwischen ambulant und stationär ist zwingend, gerade in der Diabetologie, um wirklich diese Versorgung auf allen Leveln sicherstellen zu können. Die sektorenübergreifende Versorgung ist ja nun schon sehr lange letztendlich ein politisches Anliegen und Thema. Wie hoffnungsvoll sind Sie denn, dass im Rahmen dieser Reform dieses Problem, dass man also diese Sektorengrenzen hat, die auch finanziell dann so sind, dass man sie kaum überwinden kann, dass die wirklich fallen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ist mir ein ganz großes Anliegen. Ich habe vorher gesagt, die Finanzierung war ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Der andere große Grund ist, ich habe mich immer gefragt, was wird aus vielen meiner Patienten, wenn ich sie stationär entlasse? Wie wird Versorgung da gesichert? Und die sektorenübergreifende Versorgung ist der zweite große Grund. Und das ist jetzt so, mit dem Krankenhausgesetz wird nur ein kleiner Teil dieses Themas natürlich angegangen. Das habe ich vorher gesagt, mit diesen Level 1i Krankenhäusern, wo die Verzahnung tatsächlich unmittelbar dann eingeführt werden soll. Aber wir haben ja viele, viele Gesetze dieses Jahr vor. Wir haben unter anderem zwei Versorgungsgesetze vor. Und da wird zumindest im ersten schon mal der Gedanke der Gesundheitsregionen, der regionalen Zusammenarbeit, das haben Sie vorher auch schon angesprochen, kommen. Wir haben ja viele Reformschritte gemacht in den letzten 30 Jahren fast, vor allem in den letzten 20 Jahren. Und wir haben zum Beispiel diese integrierte Versorgung gemacht. Jetzt, das war eine grüne Gesundheitsministerin vor 20 Jahren. Und das Ganze hat nicht ausgereicht. Und wir brauchen jetzt ein umfassenderes Vorgehen. Wir dürfen nicht einzelne Indikationen in Verträge gießen mit einzelnen Krankenkassen und einer kleinen Gruppe an Leistungserbringern, sondern wir müssen umfassend regional denken und für Vertragsmöglichkeiten sorgen, die in der Region ein gemeinsames Handeln der verschiedenen Leistungserbringer ermöglicht. Und das andere ist,
das wird jetzt nicht in dem ersten Versorgungsgesetz drin sein, aber es wird hoffentlich auch bald kommen, ist sektorübergreifende Versorgungsplanung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben jetzt einerseits die Landeskrankenhausplanung und andererseits die ambulante Planung durch die kassenärztlichen Vereinigungen. Die müssen wir an bestimmten Kernstellen zusammenbiegen. Die müssen gemeinsam miteinander reden und gemeinsam planen. Das ist ein ganz wichtiges weiteres Vorhaben. Steht im Prinzip auch im Ampelkoalitionsvertrag ja drin. Und ergo haben wir auch den Auftrag, das umzusetzen. Und ich wünsche mir sehr, dass das auch noch in 2023 gelingt. Sehr schön. Gut, dass Sie auch nochmal auf die verschiedenen Vorhaben, die Sie hingewiesen haben. Weil hier ist die Frage im Chat auch, was meinen Sie denn, dass mit der jetzigen Krankenhausreform tatsächlich geregelt wird? Also welches Problem wird die jetzt vorliegende Reform tatsächlich lösen und welches nicht? Ja, also das Ziel muss sein, das Hamsterrad für die Krankenhäuser anzuhalten oder zumindest ganz, ganz langsam zu machen. Ja? Und da ist es schon sehr wichtig, dass die Vorhaltekosten so bemessen sind, dass tatsächlich die finanzielle Ausstattung der Kliniken so gemacht wird, dass man nicht einen permanenten Anreiz, Fehlanreiz hat zur Fallzahlsteigerung und zur Patientenselektion. Das ist die wichtige Aufgabe. Und wir wollen mit der Krankenhausreform auch insofern ordnend einwirken, als bisher war es eben auch mit angereizt natürlich durch dieses besagte Finanzierungssystem so, dass im Grunde genommen etwas überspitzt gesagt jeder alles machen durfte. Ganz so stimmt es nicht, aber große Elemente sind so natürlich und gewesen. Und da muss man jetzt Ordnung reinbringen und das macht man eben mit der Kombination aus den Leveln und den Leistungsbereichen. Die Länder bekommen die Aufgabe, die Länder sollen wieder richtig Landeskrankenhausplanung machen, was sie nun einfach lange Jahre nicht wirklich gemacht haben. Und die müssen strukturierend eingreifen und mit dem Fokus auf den Patientennutzen, die Patientenversorgung auch sagen, welches Krankenhaus muss wo welche Aufgaben haben. Dankeschön. Jetzt haben wir noch verschiedene Fragen hier. Ihre erst, bitte. Ja, Thomas Hommel für die Ärztezeitung. Ich habe eine Frage. Entschuldigung, können Sie bitte ans Mikrofon gehen? Dann hören die Kollegen, die von online zugeschaltet sind, Ihre Frage besser. Ja, eine Frage an Herrn Professor Grau. Es gibt ja nun nahezu aus allen Ländern die Forderung nach Öffnungsklauseln, nach Abweichungen von all dem, was Sie gerade als Ziele der Reform beschrieben haben. Haben Sie nicht Sorge oder auch in Ihrer Fraktion, dass da am Ende eine Reform kommt, die sich auf dem Blatt Papier schön liest, aber in der Realität dann eigentlich gar nicht so umgesetzt wird, weil ja letztlich wieder jeder macht, was er will, so wie bisher auch. Und noch eine Frage an Herrn Professor Fritsche, wenn Sie gestatten, zu den Diabetes-Units, ähnlich das Stroke-Units, wenn ich das richtig verstehe. Woher nehmen Sie das Personal für diese Einheiten? Weil ich doch in Erinnerung habe, dass das jetzt schon relativ knapp ist. Vielen Dank. Herr Professor Grau erst, weil ja ein bisschen unser Zeitdruck ist. Vielen Dank. Ja, eine ganz, ganz wichtige Frage. Also darin besteht natürlich eine veritable Gefahr. Da haben Sie völlig recht, dass es nachher beliebig wird. Ich bin aber wirklich optimistisch aus dem, was ich bisher erlebe in diesem Verhandlungsprozess, dass das nicht passieren wird. Denn wir müssen natürlich Ausnahmetatbestände und Öffnungsklauseln scharf definieren. Es kann nicht jeder machen, was er will. Und auf der anderen Seite habe ich auch ein gewisses Verständnis. Ich kenne jetzt die Situation in Rheinland-Pfalz, wo ich 20 Jahre gearbeitet habe, eben näher. Und da verstehe ich dann schon, wenn ein Landesgesundheitsministerium auch sagt, wir brauchen bestimmte Gestaltungsspielräume, weil die Situation bei uns anders ist als in Schleswig-Holstein oder anders ist als in Bayern. Das ist eben, beides ist richtig. Und ich glaube, wir werden da die richtigen Kompromisse finden und müssen eben die Tatbestände klar definieren. Es kann nicht sein, dass jeder am Ende doch macht, was er will. Das geht auch nicht, weil so viel Geld dranhängt. Das kann nicht sein, dass Geld fließt in Strukturen, die nachher ineffizient sind. Das darf nicht sein. Gut, also da hoffentlich tatsächlich mehr Regeln dann für die Länder auch. Herr Laschet, ich nehme erstmal noch Ihre Frage, weil Herr Grau dann womöglich ja, uns gleich verlassen eine wird. Frage ja, an mich und dann würde ich gehen, genau. Auch an Helmut Laschet, freier Journalist. Ich habe auch noch ergänzende Fragen zur Diabetes-Unit. Wie soll die personell ausgestattet sein? Sehen Sie eine Notwendigkeit, die überall, also künftig an jeder Klinik anzusiedeln oder nur an einer bestimmten Auswahl von Kliniken?
Und wie soll dann gewährleistet werden, dass Patienten, die wegen Diabetes oder die an Diabetes erkrankt sind und dann in das richtige Krankenhaus geleitet werden? Denn das ist ja eine zentrale Frage der Patientensteuerung. Das kann man nicht ins Belieben der Patienten stellen. Die Behandlungsgruppen, oder? Ja, vielen Dank für die Fragen zu diesen zu Diabetes Unit. Die Leistungsgruppen, von denen gesprochen wird, also seien es jetzt nun 128 wie vorgeschlagen oder nur 60 wie in NRW definiert, diese Leistungsgruppen, die müssen formiert werden. Was brauchen wir für eine gute Diabetesbehandlung? Und das Schlagwort dazu ist die Diabetes Unit. Das haben Sie vielleicht im Hinterkopf, die Stroke Unit oder die Chest Pain Unit für die Herz-Kreislauf-Erkrankung oder für die Schlaganfälle. Die Diabetes Unit ist etwas anders gelagert. Das ist ein Team von Behandlern, eben die Diabetesberatungsfachberufe und der Diabetologe, die in einem Krankenhaus alle Patienten, diese Diabetespatienten, die liegen ja überall in der HNO, in der Hautklinik, in der Gynäkologie, auf der Intensivstation, die müssen konziliarisch betreut werden. Und wenn sie dann ein hohes diabetisches Problem haben, dann auch auf eine Spezialstation aufgenommen werden. Aber der Kern ist diese konziliarische Betreuung. Ich kenne das täglich. Ich bin heute Morgen auch schon telemedizinisch 5-mal von Kollegen aus unserer Klinik angerufen worden. Da liegen Patienten mit zum Beispiel einer Krebsbehandlung von Melanom mit der mRNA-Gabe. Das geht ganz einfach in der Hautklinik. Die neuesten mRNA-Technologien zur Melanombehandlung. Aber der Blutzucker spinnt. Der Mensch hat Blutzuckerwerte zwischen 20 und 600. Und so ein Patient muss dann eben auf eine diabetologische Station. Also so sieht die Unit aus. Ein Behandlungsteam, das auch durchaus konziliarisch arbeitet und nicht nur an einem Ort festhält und die Patienten kommen zu mir. Das ist ja das Problem, die Diabetespatienten sind überall. Die können auch nicht, das war glaube ich Ihre Frage, oder die können auch nicht von Klinik zu Klinik hin und her geschoben werden und sagen, wir haben jetzt eine Klinik, da kommen alle Diabetespatienten hin, weil es ist eben so eine Volkserkrankung, die sind überall. Da geht dieses Hin- und Herschieben, die eine Klinik macht nur Hüfte, die andere Klinik macht nur Herzkatheter, das geht bei Diabetespatienten nicht. Und wo kommt die ganzen aber Diabetesfachkräfte her, ja, die diese konsiliarische Betreuung gut, übernehmen sollen? Das ist die Fachgesellschaft DDG kümmert sich ja großenteils, das habe ich jetzt in den letzten 1-2 Jahren auch noch mal richtig gelernt, das ist unser Haupt Anliegen, die Weiterbildung und die Ausbildung von Diabetologen, Diabetesberaterinnen, Diabetesassistenten, Fußassistenten und so weiter. Das ist unsere Hauptaufgabe und wir versuchen da so viel wie möglich weiterzubilden. Und ich mache jetzt gerade einen Kurs, ich versuche in unserer Klinik ganz normale Pflegekräfte eben eine Zusatzausbildung Diabetespflegekraft zu ermöglichen. Das ist ganz wichtig, dass überall hier Kompetenz da ist. Und dazu braucht man diese Units. Unit als Zusammenarbeit sozusagen definiert. Es ist aber ja auch die Situation, dass voraussichtlich immer mehr Menschen an Diabetes erkranken und perspektivisch aber immer weniger Menschen da sind, die diese Menschen wiederum versorgen können. Ja, das bereitet schlaflose Nächte. Wie kann man mit diesem Problem umgehen, Herr Dr. Wiesner? Sie hatten ja auch das Problem angesprochen und gesagt, man braucht eben da auch Ausbildungsverbünde zwischen niedergelassenen und stationären Sektor und man muss natürlich auch das Fach an sich attraktiv machen. Das ist genau die Frage. Wie gesagt, wir hatten es vorhin schon die Zahl gehört, 9 Lehrstühle für Diabetologie. Als ich vor vielen Jahren angefangen habe, waren es knapp über 20 Lehrstühle für Diabetologie in ganz Deutschland. Und da sind aus 20 großen, renommierten Kliniken Diabetologen gekommen und sind ausgebildet worden. Und wenn man aktuell auch schaut, muss man tatsächlich auch nochmal mit den Kammern reden, bei aller Reform, sondern auch über Weiterbildungsordnungen.
Ausbildung. Wie sind die Weiterbildungsmöglichkeiten denn für Diabetologen auch strukturiert? Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen stationärem Ausbildung, Weiterbildungsordnung und was im ambulanten Sektor gemacht werden kann. Deswegen mein Plädoyer auch für Weiterbildungsverbünde, dass man sowohl als auch die Erfahrungen hat. Und das Fach muss attraktiv werden. Es ist im Augenblick auch, im stationären Bereich haben wir es gehört, aber wenn man sich die internistischen Fächer anguckt, je mehr Prozeduren ich anbieten kann, umso mehr kann ich auch abbrechen. Das ist in der Diabetologie nicht so. Und insofern auch da eine Attraktivität und da auch nochmal über Versorgungsstrukturen und auch Finanzstrukturen nachdenken, was ja, wie wir gerade von Herrn Grau gehört haben, eine andere Ebene noch ist und ein anderes Formprojekt. Also es muss im Studium eine andere Rolle sicherlich auch spielen, aber es muss natürlich auch in den Krankenhäusern anders finanziert werden, anders unterstützt werden dort, damit es überhaupt auch da eine gewisse Attraktivität hat. Letzte Möglichkeit, Fragen zu stellen zu diesem sehr komplexen Thema. Wir hatten ja von Herrn Vossack-Grau gehört, wir sind genau zur richtigen Zeit mit diesem Thema jetzt unterwegs, weil jetzt werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Reform liegt ja jetzt tatsächlich erstmal als Papier auf dem Tisch und die Details sollen jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt und mit den Fachgesellschaften erarbeitet werden. Die Deutsche Diabetesgesellschaft hat heute Abend deswegen außerdem zu einem parlamentarischen Abend eingeladen, wo nochmal mit der Politik darüber diskutiert werden wird, wie man tatsächlich jetzt im Sinne dieser großen Gruppe chronisch kranker Patienten mit Diabetes diese Reform weiterentwickeln sollte. Wir haben Ihnen heute hier an der Stelle einen Überblick gegeben, was aus Sicht der Diabetologie wichtig wäre, um den Menschen wirklich Versorgungssicherheit bieten zu können, heute, aber vor allem dann auch in Zukunft und hoffen, dass insbesondere die 5 Punkte, die Herr Professor Fritsche vorgestellt hat, dass die nachvollziehbar waren und entsprechend auch seitens der Politik dann Gehör finden. Wir danken Ihnen ganz herzlich, wenn ich keine Fragen mehr hier sehe und auch keine Fragen mehr hier sehe, heute für Ihr Interesse. Allen, die sich online zugeschaltet haben, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich mit dabei waren und hoffen, dass wir heute ein Stück weit die Weichen für die Zukunft der Diabetesversorgung mitstellen konnten. Ganz herzlichen Dank Ihnen für jetzt und hier und Ihnen auf dem Podium ganz herzlichen Dank.